Hey mein Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Prey. Folge 6 müsse es sein. Und über uns ist wieder unser Freund, der sich ja vor kurzer Zeit verzogen hat. Der wird wahrscheinlich gleich wieder auftauchen. Vermute ich mal. Oh, aua! Was soll jetzt der Bullshit? Müssen wir irgendwie den Strom ausmachen hier, ha? Aber erst schaue ich mich hier weiter erstmal um. Das ist die wieso habe ich hier eine Maus? Ich glaube, ich habe gerade einen kleinen Bug ausgelöst, kann das sein? Hä? Das ist jetzt aber nicht richtig. Wartet mal, ich lade nochmal. Wieso ist jetzt eine Maus da? Das war aber vorher nicht so. Ja, okay, das ist merkwürdig. Ich hoffe, ich kann so spielen. Wenn nicht, muss ich nun mal das Spiel komplett neu starten. Notiz: Wenn Sie sich an, wenn Sie an Wartungskriegssteuern durch den Zugangstunnel treten und durch das Tor repariert, Erwood. Unerklärliche Lichtverlackerung konnten ursprünglich finden, schon mal in Ordnung, Erwood. Elektronische Gerde bei Werkstatt für instabil, professorisch mit Klebstoff repariert, Erwood. Hinweis: Im Notfall Wartungskriegstunnel über den kleinen Zugangstunnel und den Strom lokal abzuschalten. Mich anschließend das Wort. Okay. Gehe ich mal da runter erstmal. Jetzt haben wir mal einen Strom ausgemacht. Ich glaube, ich kann mir das sogar reparieren, oder? Reparatur 2. Jetzt ist die Frage. Reparatur 2 kann ich wahrscheinlich gar nicht machen. Was ist das? Anzugsmodifizierung. Inventarplatz erlaubt die Installation von 2 zusätzlichen Chipsätzen. Ich will lieber sparen. Die Dinger sind dann auch aus, oder? Die Fahrstühle. Wahrscheinlich eine Schlüsselkarte. Sie können ihn, oder was von ihm übrig ist, über die Liste der Sicherheit finden. Ja, ja, den finde ich schon wieder. Oder er findet mich.
Desintegrierter Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Tolle. Sehr toll. Ganz tolle, tolle Geschichte. Na? Was? Du Haufen Gegröße, du? Temperatur 3. Ah, Mann, ey. Einfach mal weiter hier umgucken. Der Mond. Dann gehen wir mal durch. Na. Mal. Viel Spaß damit. Okay, das hat den gar nicht gejuckt. Zwei Neuromods. Also da musst du schon ein bisschen früher aufstehen, dass ich darauf reinfalle, mein Freund. So, jetzt kann ich wahrscheinlich mal schauen. Neuromod. Techniker. Zerlegen. Wollte ich machen. Dann kann ich jetzt mich... in Ersatzteile die Sachen im Inventar zerlegen. Glaube ich zumindest. Oder das wird erst dann danach gemacht. Ich trinke mal hier Kingway Sekt. Sind wir wahrscheinlich besoffen, das Fakt. Viskosität der Klukanone. Wir müssen die Nachladegeschwindigkeit der Klukanone verbessern. Die Aktoren an den Dings sind so lahm. Ist das? Das nehme ich jetzt mal mit. Wir müssen irgendwie Platz schaffen. Ja komm, nochmal ein Whisky. Schadet nicht. Waffen-Upgrade, das mache ich bei der Glue-Kanone. Oder ich mache es bei der Pistole. Das, glaube ich, wird sich eher lohnen. Feuerkraft. Magazinkapazität, effektische Reichweite. Ich mach mal Magazinkapazität. Das mache ich mal höher. Ich hoffe, da gab es jetzt kostenlos Munition. Nein, leider nicht. Müssen wir wahrscheinlich auch selber herstellen. Ja, wir bin immer gespannt, wie lang dieser. Oh, radioaktive Strahlung. Kann ich auf die Dinger schießen? Nee, ich kann ja natürlich nicht schießen. Ganz schnell hin.
Aua, 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 aua. Gleich wieder was essen, hey. Kaffee. Müsste ich eigentlich einen Queen Shock haben oder sowas? Wie schlecht gelaunt er das ausspricht. Was bist du? Beantrage neuen Operator. Transfer Kobolds 410 Technik Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. R2D2 2.0. Da ist ein Lüftungsschacht offen. Folgt der uns oder? Ich glaube, der schwebt einfach nur vor sich hin hier. Lacht transportieren, machen wir einfach mal. Ja, aber auch was für einen? Brian 2, Reparatur 2, oh Mann. Na, heilen muss ich mich jetzt nicht. Wo bist du, du schleimiges Etwas? Toll. Kann ich eigentlich im Grunde kann ich hier gar nichts machen. Da ist Rack. Aufs Maul. Wieder eine Neuromod. Jetzt sieht fast halbwegs aus wie bei Fallout 4. Kann ich leider nicht reparieren, mein Freund. Jede Luftschleuse besitzt eine manuelle Verriegelung, die Sie vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Das ist zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Wenn Sie hinausgehen, bleiben Sie in der Nähe. Die Typhon sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen, andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Noch etwas, Sie haben noch kein Antriebssystem. Das brauchen Sie aber zum Manövrieren. Okay.
hier, okay. Na gut, dazu bräuchten wir aber erstmal wieder Strom. Ist schon recht, R2D2. Oh. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Fertig. Ja, schön. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass sie das können. Operator nähert sich. Ja, Operator. Alligator Operator. Ja, gut. Kann ich wenigstens da hoch irgendwie? Nee. Nee, ich glaube, das ist nicht beabsichtigt, so hoch zu kommen, so. Ich schaue ich mir gleich an, die Mails. Dateien. Das kennen wir schon. Ach, die Musik. Weil gerade wahrscheinlich, weil wir gerade bei einer sicheren Stelle sind. Ja, damit. Wir haben jetzt viel zu viel zum Lesen. Der Bolzen, ja, sag ich, hallo Haus, ich habe schon ein paar Ideen. Ich arbeite was aus und schicke dir Mary Cliff. Oh, so geht's auch. Nie. Hey, tut mir leid wegen der ganzen Bolzen in der Werkstatt. Das ist wirklich der einzige Ort, an dem ich die neue Waffe auswählen kann. Ich glaube, die wird ganz nett. Brauchst du noch Hilfe? Mary ist schon dabei. Psychotronics-Satellit. Hallo Franklin, der Satellit, der aktuell in der Werkstatt Reparatur liegen soll, stillgelegt werden. Der Ketstrup hat, Dr. Ketstrup hat uns allerdings gewählt, alle Elemente des Psychotronics-Satellits zu entfernen und neue Satelliten zu installieren. Fragen Sie mich nicht, wofür es die gut sind. Ich weiß es nicht. Erlegen Sie es so schnell wie möglich, Dr. Thorstein. Eine Menge. So, ich will aber. Kann ich 9mm Munition herstellen? Erstmal Antriebssystem natürlich. Können wir jetzt mich auch im Weltraum rumfliegen? Bitte. So, Klugkanonen-Munition brauchen wir. Noch einmal bitte. Dankeschön, dann nochmal 9mm. Ach, dafür haben wir nichts mehr. Ah, okay. Aber jetzt haben wir wenigstens Munition wieder dafür. Gut. Ja, nochmal nachladen. So, jetzt haben wir das hier. Gut. Ich glaube nicht, dass ich auf die Plattform so hüpfen kann, oder? Nochmal versuchen. Vielleicht können wir ja doch irgendwie raufhüpfen. Mit dem Antrieb. Aha. Mich gerne mit EMP-Ladungen. Uah.
Gar nicht mal so einfach. Dann hüpfe ich hier mal rein. Das ist... Oh, das war umsonst. Das war der scheiß Safe. Gut. Mal kurz nach Neuromod schauen. 2. Reparatur bräuchte ich aber noch. Nochmal 2. Dass ich Reparatur 2 bekomme. Was ist das? Ja, ist schon recht, A2. Ich bin da durch die Lüftungsschacht da reingekommen, glaube ich. Nur fragen wir schon, wie der wieder wohl ist. Gerade habe ich ein bisschen Orientierung wie ein Stück Alien. Einfach mal kurz hier entlang gucken. Die Maus nervt irgendwie. War die schon die ganze Zeit da? Kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich muss hier den Strom wieder anmachen, oder? Doch, hier irgendwo da. Ne, da geht's nicht dahin. Ich brauche den Strom wieder. Okay, so kommt man auch da lang. Alles klar. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier nach oben, oder? Das ist immer noch Dr. Quinns Werkstatt. Ich habe immer noch keine Schlüsselkarte, stimmt. Also muss ich den Dude mal besuchen, komm ich so, hey Dude, ich bräuchte mal deine Schlüsselkarte. Ich glaube, du brauchst sie ja eh nicht mehr. Wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Ich... Was war das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade 2 Labore verloren. Was? Ich muss weg. Wollen wir doch mal nochmal ein High-Kit nehmen. So ein Glibber-Bastard. Na. Auf die 9. Okay, schauen wir mal. Oh, was ist das? Lunch. Donut, irgendwas. Okay. Einfach mal hier umschauen. Sperren wir mal das Ganze. Nochmal. Alter, nicht nochmal ein Schlag. Dankeschön, ich verzichte. Mal hier. Sie haben gewonnen. Wer auch immer den lieben Mr. Chloe McCloughface Arme spendiert hat, also die erste Schicht. Ich verbeuge mich vor Ihnen zuerst, dachte ich, dass das...
dass den AMAPI-Code nicht stoppen könnte, aber da habe ich nicht mich geirrt. An ihre großartige Idee mit den Händen aus Basketball-Handschuhen und kommt einfach nichts ran. Mit freundlichen Grüßen die unwürdige zweite Schicht. Brauchen Sie Vorräte? Hier noch einmal zur Erinnerung, für Sie die Vorräte aus dem Werkstatt brauchen. Die Code des Lagerschranks lautet 0778. Geben Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie etwas herausnehmen. Cliff. Clue. Testergebnisse. Aha. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Ach so, das hier. Das möchte ich gar nicht mal zerstören oder so, aber... Mein Name ist Mr. Chloe McClueface. Okay. Tut mir ja leid, Mr. McClueface. Aber ihre Ersatzteile hier sind mir zu sehr lieb. Ich mit. Oh, ich habe schon keinen Platz mehr. Oh Mann. Ja gut, esse ich die Banane. Esse ich die... Ich muss was rauswerfen. Aber nur was? Ja, das ist wieder eine Rotzange, die ich nicht brauche. So, einfach mal kurz hier weiter gucken. Was steht in ihm ist? Augen offen halten. Thaddeus, bitte behalten Sie Franklin im Auge. Er verbringt viel zu Zeit mit persönlichen Projekten und Freizeitaktivitäten. Wir sind hier natürlich alles nur Menschen, aber in manchen... Ich mache mir Sorgen, dass ihr versuchen könnt, mit den Antriebssystemen unbefugte Bereiche vorzudringen. Dr. Thorstein, haben Sie denn verloren? Hi, Gast aus dem Fachraum hier. Ich habe in meiner Schächte etwas seltsam in einen der herausgelegenen Container entdeckt. Ich glaube, es ist ein Fabrikatorplan für ein Geschütz. Er lag in einem Haufen alter Konzentrationszellen, die zu Synthese-Einrichtung verschiffen werden. War vielleicht ein Versehen, keine Ahnung. Einer der Sicherheitsbeamte hat ihn in einem Tresor auf der Session Lebensverhaltung gesperrt. Sagen Sie dort Bescheid, wenn Sie ihn wiederhaben wollen, Gas. Sie übernehmen. Dr. Calvin hat sich für genug unsere Besucher in der neuesten Locking-Class-Technologie zu präsentieren. Daher, ich glaube, auf verlängerte Zeit verlassen. In meiner Abwesenheit sollte alles weiter wie gehabt funktionieren. Aber für den Fall der Fälle schicke ich Ihnen den Code für mein Büro. Es lautet 8703. Okay, dann haben wir schon mal zwei Codes. Codes? Ja, ich habe keinen Platz mehr. Das ist traurig. So, vielleicht haben wir hier den Code schon. Schauen wir mal. Was ist das für ein komisches... Ich höre wieder Schritte. Er ist definitiv da drin. Ich habe keinen Platz mehr. Zum Kuckuck. Den machen wir jetzt eine Überraschung oder er macht uns eine Überraschung. Naja, so bedauerlich ist auch nicht. Ich meine, wenn der so schon verwandelt ist, dann ist das jetzt kein Beinbruch, würde ich mal behaupten, oder?
Aber wir können einfach nichts mehr schleppen. Ist hier irgendwo ein Fabrikator? Das wäre wunderprächtig. Medikit nehmen wir mit. Können wir noch mitnehmen. Bei den Code hier auch? Ne, leider natürlich nicht. Warte mal, haben wir nicht den Code für den Tresor irgendwo? Eine Karte Ziele. Mental, Neuromods, Daten. Okay. 0778. Ich weiß nicht, ob es der ist. 0778. Okay, dann ist es nicht. Gut, dann müssen wir den Code noch rausfinden. Glaube ich. Ich meine, wir haben doch den Code mal gehabt, oder? Gartet. Ja, da. Ich hab's doch gesehen. Also verarschen kann ich mich selber. Ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Jo. Hier war ich schon mal. So, meine Freunde, bei dieser entspannten Musik, wir können halt einfach echt nichts mehr mitnehmen, sage ich an dieser Stelle, danke schon wieder fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn ihr bei mir bleiben wollt, dann lasst doch ein Abo da. Denkt daran, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, wenn euch diese Folge gefallen hat. Lasst den ganzen Daumen nach oben da und dann sage ich mal, bis nächstes Mal. Bei Prey.